So, mein Lieben, Freitagmorgen, einen schönen Start in den letzten offiziellen Börsentag. Wir haben gestern Abend schon relativ viel über die aktuelle Situation gesprochen, deswegen versuche ich und werde mich jetzt auch hier sehr, sehr kurz halten auf Tagesbasis. Was erkennen wir heute? Ja, wir haben gestern erstmal ordentlich wieder gut gemacht zum Abend hin. Das heißt, nach dem Video ging es sogar nochmal auf die 19.800 Dollar. Und das ist genau der Bereich oder beziehungsweise der Preis, den wir gestern, angesprochen haben. Die 19.8 können als mögliches Ziel gelten aufgrund der Ineffizienz. Heute Morgen hat die Tageskerze versucht, sogar eine weitere Ineffizienz zu schließen. Und zwar haben wir hier den Retest bekommen bei den 20.700 Dollar. Da ging es ordentlich nach oben. Schauen wir uns das gleich auf der kleineren Zeiteinheit an. Dann kam die Rejection und sind jetzt schon wieder auf dem Weg nach unten. Für uns sehr, sehr spannend natürlich. Wir sehen hier eine neue Retailer-Linie, ob wir die nochmal antesten. Vielleicht nicht heute, vielleicht aber morgen oder übermorgen. Die Wochenenden sind ja in den letzten Wochen immer so ein bisschen Hauptaugenmerk, weil da schon große Bewegungen eingeleitet werden. Und wir sehen eine Sache, und das ist so ein bisschen paradox. Der DAX ist vorbörslich kräftig im Minus wieder, minus 1%, genauso wie der Dow Jones. Das heißt, diese jüngsten Erholungen von gestern konnten sich nicht stabilisieren. Gestern Abend haben die Erholungen. Aber wir haben gesehen, Bitcoin konnte erstmal nach oben tanken, jetzt aber der Gesamtmarkt wieder rot. Es wird Zeit, auf Tagesbasis haben wir noch nicht allzu viele Informationen, wir sehen aber die 19.600 Dollar Grenze, das Tief, was hier nach diesem kräftigen Impuls letztendlich gebildet wurde, das wurde erstmal noch verteidigt, aber heute könnte es gegebenenfalls gebrochen werden. Sollten wir da bearish schließen, werden wir wahrscheinlich nach unten wandern. Genauso, weil wir hier wieder etwas erhöhtes Volumen mit einem etwas größeren Schatten sehen. Und das heißt für uns, darunter mag Liquidität liegen. Wir gehen mal runter auf H4. Da sehen wir die Bewegungen. Erstmals ging es ja gestern Abend noch ordentlich nach oben. Kräftige H4-Kerze fast auf die 20.000 Dollar. Entsprechend haben wir, wenn wir uns das mal so betrachten, diese Ineffizienz hier geschlossen, sind auf diesen Bereich gekommen, haben das neue Hoch attackiert und uns hier drüber die Liquidität abgegriffen. Aber vor allem preistechnisch gesehen sehr, sehr interessant. Wir haben Punkt 1, weniger Volumen als in der Aufwärtsbewegung. Das heißt, in der Bewegung, die wahrscheinlich einmal den gleichen Betrag oder nahezu gleichen Betrag nach oben vollzogen hat. Sorry, jetzt musste ich niesen, wollte das aber hier nicht aufnehmen. Haben quasi die gleiche Bewegungsdimension nach oben gebracht und uns sogar noch weiter nach unten bewegt. Und trotzdem haben wir hier, ja, was können wir hier, das sind vielleicht 4/6 des Volumens der vorherigen Kerze. Das heißt, hier oben scheint nicht mehr allzu viel Liquidität zu liegen. Der Markt rejected und läuft nach unten. Jetzt testen wir gerade diesen statischen Bereich an bei den 19.4. Bei den 19.3. Der hält noch aktuell. Für uns extrem spannend, weil dadurch sich natürlich ein neues Bias ergibt. Wir haben die Rejection hier sowas von lupenrein bekommen. Für meinen Geschmack ist für einen neuen Short Trade dieser dort nach oben ein bisschen zu groß, der ist ein bisschen zu stark. Dementsprechend würde ich jetzt nicht unbedingt direkt reinshorten, aber wenn wir sehen, dass eben der Markt hier von den 20.000 US-Dollar weiterhin die Rejection bekommt, dann werden wir sehr wahrscheinlich tiefere Kurse sehen. Ich bin jetzt schon wieder hier bei Bitstamp, das will niemand. So, sieht aber sehr, sehr ähnlich aus. Trotzdem, Binance hat natürlich die deutlich höhere Liquidität. Entsprechend sehen wir hier, die Rejection ist lupenrein. Trotzdem aufpassen, hier sehen wir nämlich großes Volumen in der roten Kerze. Da sehen wir den großen Unterschied zwischen den Exchanges. Von daher nochmal gut, sich hier auch den Vergleich anzuschauen. Müssen ein bisschen aufpassen. Großer Docht, großes Volumen kann immer mit sich bringen, dass wir tatsächlich einmal die Liquidität hier abgreifen, bevor wir dann möglicherweise doch diesen neuen Abwärtsimpuls bekommen. Aber all eyes on dynamische Unterstützung. Wenn die hält, kann es erstmal mittelfristig nach oben gehen. Hält diese nicht, dann werden wir nach unten fallen. Und dann gibt es eigentlich nur eine Haltestelle und zwar ein neues Tief. Ja, so dramatisch das auch klingt, das soll nicht dramatisch sein. Das soll sehr, sehr realistisch bzw. sehr, sehr nüchtern sein. Aber entsprechend da ein bisschen aufpassen. Auf H1 sieht der doch nach oben nicht allzu aggressiv aus. Der ist nicht untypisch groß. Trotzdem sehr hohes Volumen dieser Kerze auf Binance, also auf der großen Exchange oder auf einem der größten Exchanges. Entsprechend ein bisschen aufpassen vor Short-Einstiegen. Wenn wir aber sehen, dass wir uns hier konsolidieren und nicht mehr weiter nach oben laufen, dann sollten wir definitiv den Abwärtsimpuls mitnehmen und dann den Bruch nach unten auch möglicherweise präferieren. DAX startet sehr schwach vorbörslich. Entsprechend die Zeichen stehen nicht gut für stabilisierte Kryptomärkte. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Abstiegs
BIAS, beziehungsweise der BIAS für tiefere Kurse ist deutlich wahrscheinlicher als für größere Kurse. Trotzdem erstmal abwartende Haltung hier. Ich wünsche dir einen schönen Start in den Freitag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder, falls was Wildes passiert. Dein Dominik von der Wall Street Story. Ciao, ciao.